We must obtain a certain movement. This is a principle from Brochet, very important. Placer et laisser faire. Wunderschönen guten Nachmittag. Sie haben jetzt gut gegessen, sind frisch gestärkt, sitzen wieder heimlich im Büro, haben irgendwo das Handy laufen. Ja, 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 also die Geschichten sind ja vielfältig und der Chef darf es wieder nicht mitkriegen. Was haben es die Zuschauer hier gut? Die dürfen hier ganz offiziell sitzen, offensichtlich, oder vielleicht hat ja jemand krank genommen, das kann natürlich auch sein. Okay, jetzt wird's ganz ernst hier. Wir werden in den Olivera Stables hochwissenschaftlich. Wir können nämlich, wenn wir wollen, können wir alles. Aber am Ende können wir einfach auch auf vieles verzichten. Dadurch, dass wir aber auch die Menschen gerne der Pferde wegen abholen möchten, die sich einfach auf die Wissenschaft verlassen möchten, bauen wir auch dieses Biomechanik-Programm extra für Sie ein. Und wenn ich sage, am Ende können wir aber auch vieles weglassen. Eines können wir nie weglassen, die Erfahrung eines großartigen Reiters, eines erfahrenen Reiters. Das ist immer das, immer, was zählt. Wissenschaft ist beim Reiten wirklich, wirklich vollständig sekundär. Es sei denn, es handelt sich um eine Frau Doktor, die nämlich die Frau Dr. Birgit Schock, die auch schon alles durch hat. Also die natürlich ihren Kunden auch schon empfohlen hat, naja, dann lässt ihn halt mal locker über die Cavalettis traben und nach vorwärts-abwärts strecken und dann entspannt er sich bestimmt und dann kommt wahrscheinlich auch der Rücken hoch und was weiß ich nicht alles. So, also das hat sie alles durch, damit hat sie nichts erreicht. Das bildet man sich dann nur ein. Übrigens, man kann sich ja auch viel einbilden, gell? Man kann ja denken, es ist etwas gut, dabei ist es gar nicht gut. Also sonst wäre das Leben ja auch einfach. Birgit bildet sich nichts ein. Hören Sie ihr einfach mal ganz gut zu, beziehungsweise hören Sie gut hin. Zuhören, dann ist zu viel zu. Hören Sie einfach gut hin, machen Sie Ihr Glas komplett leer und tun Sie so, als hätten Sie noch nie etwas über Biomechanik gehört oder gelesen. Lassen Sie das jetzt mal auf sich wirken. Und dann nach Ihrem Teil werden wir aber zusammen mit ihr auf das allergrößte Missverständnis der letzten Zeit eingehen, nämlich das Thema, in den Olivera Stables würde auch Rollkur geritten. Also nun, Sie sitzen jetzt hier ein paar Tage da und ich glaube, Sie haben nicht mal den Ansatz von Rollkur hier erlebt. Denn wenn man das hier praktizieren würde, dann würden sich die Pferde immer wieder zwischendurch auch ganz freiwillig einrollen wollen, weil sie ja dahin trainiert werden, ihre Muskulatur sich entsprechend entwickelt und so weiter. Also das ist ein Riesendopfen, ein Riesenkäse, den man einem einfach aufbürdet, um einen in ein schlechtes Licht zu setzen. Also werden wir Sie darüber informieren, was ist der Unterschied zwischen Ramener-Outré und Rollkur. Davon abgesehen sollten Sie
beides nicht anwenden. Die Rollkur nicht, weil sie definitiv überhaupt nichts in der Pferdeausbildung zu suchen hat. Und Ramenetri auch nicht, weil sie die Erfahrung dazu nicht haben. Okay, jetzt war es wieder mal sonntagsmäßig ganz klar ausgedrückt. Ich wünsche Ihnen jetzt viel, viel, ja, Freude eigentlich nicht. Großartiges Lernen mit Frau Dr. Birgit Schock. Eva Zeilhofer stellt ihr Pferd zur Verfügung und es ist hoffentlich ganz ruhig und gechillt, wie es Fraule halt auch. Dankeschön. Liebe Isabella, vielen Dank für die Einführung, für die flammende Rede im Voraus. Ich möchte Sie als Zuschauer hier vor Ort herzlich begrüßen und natürlich auch die Zuschauer zu Hause vor den Monitoren. Zu unserem eigentlich schon zur Tradition gewordenen Biomechanik-Vortrag zur Fera in den Olivera Stables. Dieses Jahr habe ich mir überlegt, wir wollen uns einfach mal das Pferd als Gesamtkonzept anschauen. Wir wollen sehen, wie entwickelt es die Bewegung, wie fließt diese Bewegung ganz natürlicherweise durchs Pferd durch und wirklich aber das Hauptaugenmerk drauf behalten, wie läuft das durch das ganze Pferd durch. Ich möchte nicht auf einzelne Wirbelrotationen eingehen, auf einzelne, die Wirbelsäule ist hier konkav und konvex, das sollte sie nicht, das darf sie nicht, wie man das oft in irgendwelchen Facebook-Kommentaren lesen und mit denen müssen wir uns dann auseinandersetzen. Das hilft den Pferden überhaupt nichts. Ich finde, wir müssen einfach mal gucken, das gesamte Pferd müssen wir uns anschauen und wie entwickelt das seine Bewegung. Und wie muss ich dann reiten, dass diese Bewegung nicht gestört wird? Wenn wir uns jetzt den Innato hier anschauen, wir bleiben erstmal beim Pferd im Stand, dann können wir feststellen, dass der hier hinten an der Hinterhand wesentlich mehr Muskulatur hat als an der Vorhand. Ganz konkret, das hat man ausgemessen, die Muskulatur der Hinterhand nimmt ungefähr 58% ein, die Muskulatur der Vorhand nimmt ungefähr 42% ein. Mit dem Schwerpunkt beim Pferd sieht es gerade andersrum aus. Und zwar liegt der Schwerpunkt bei einem Pferd, was im Stand ist und seine natürliche Kopf-Hals-Position einnimmt, ist der Schwerpunkt in etwa auf Höhe des 12. Interkostalraumes, also dem 12. Zwischenrippenraum. Das Pferd hat 18 Rippen, das heißt, wir können schön von hinten nach vorne zählen, 17, 16, 15, 14, 13, 12, dann sind wir hier und dann ungefähr auf der Höhe. So, da sind wir jetzt also relativ weit vorne am Pferd. Das heißt, die Gewichtsverteilung des Gesamtpferdes wird so sein, dass 56% des Gewichts vom Pferd vorne lastet auf der Vorhand. Das kommt ganz einfach daher, weil da noch Kopf und Hals dranhängen. Und die restlichen 44%, das muss ich nur rechnen auch noch, dann hinten sind. Wir können diesen Schwerpunkt etwas nach vorne verlagern, wenn das Pferd den Kopf tief nimmt und auch nach hinten verlagern, wenn das Pferd den Hals und den Kopf nach oben nimmt. Wobei man leider sagen muss, das ist ja immer das, was wir als Reiter wollen, das Gewicht des Pferdes auf die Hinterhand verlagern, weil eben hinten ja mehr Muskulatur ist und dann logischerweise für jeden zu sagen wäre, okay, wenn da hinten mehr Muskulatur ist, dann kann das Pferd hinten besser tragen, also möglichst viel Gewicht nach hinten. Aber es sind leider bloß so 2-3% des Körpergewichts, die man über Anheben des Pferdes vorne nach hinten verlagern kann. Also das kann man heutzutage ganz gut messen. Da packt man diesen Pferden quasi Platten unter die Füße und lässt sie sich bewegen oder stehen und dann kann man das ausmessen. Das geht heutzutage relativ einfach. Wir sind weiter bei diesem Pferd im Stand und dabei fällt eigentlich auf, dass die Muskulatur der Gliedmaßen alle relativ stammnah sitzt, also relativ weit oben sitzt die Muskulatur. Hier unten haben wir eigentlich nur Sehnen und Bänder und die Muskulatur fängt an der Hinterhand in etwa auf Höhe des Kniegelenks an, an der Vorhand in etwa auf Höhe des Ellenbogens. Warum ist das so? Wir werden es aufdröseln. Wenn wir uns jetzt einfach mal die Beine von unten her anschauen, das ist vorn nicht anders als hinten,
Wir haben ein Hufgelenk, ein Krongelenk, ein Fesselgelenk, alles ohne viel Muskulatur. Und diese Gelenke, die werden stabil gehalten im Stand durch Seitenbänder, die jeweils quasi innen und außen am Gelenk verlaufen, und durch die Strecksehne, die vorne runterläuft, genauso an der Vorhand, und die beiden Beugesehnen, die hinten runterlaufen. Diese Bandstrukturen und Sehnenstrukturen halten diese Gelenke in ihrer Position, weil sonst würden ja Gelenke, die in einem gewissen Winkel verlaufen, würden unter dem Körpergewicht einfach einsinken quasi. So, warum haben wir jetzt hier unten nur Sehnen und Bänder? Sehnen und Bänder haben den Vorteil, dass sie sehr stabil sind, dass sie nicht so leicht reißen. Wenn man sowas mit dem Messer durchschneiden möchte, dann merkt man erst, wie viel Kraft man da braucht und dass man wirklich ein sehr scharfes Messer braucht. Und Sehnen und Bänder können Haltearbeit leisten, ohne dass sie viel Energie verbrauchen. Das Pferd ist also so gesehen unten als Energiesparorganismus gebaut sozusagen. Das heißt, es kann sich hier im Stand gut halten, ohne dass es viel Energie verbraucht, um stehen zu können. Wenn wir jetzt weiter raufgehen, dann sehen wir hier etwa auf Höhe des Kniegelenks fängt dann die kräftige Oberschenkelmuskulatur an und hier die kräftige Gruppenmuskulatur. An der Hinterhand hat das Pferd noch zwei relativ spannende Mechanismen, die man, glaube ich, so als Laie gar nicht so gut kennt. Und zwar das Schildern des Kniegelenks. Das Pferd hat also hier auch eine Kniescheibe sitzen, wie wir hier. Und diese Kniescheibe kann das Pferd über den Oberschenkelmuskel nach oben und etwas zur Mitte verlagern und dort auf dem Rollkamm, das ist das untere Ende des Oberschenkels, quasi einhängen. Und damit bleibt das Knie ganz stabil in dieser Position stehen, wiederum ohne jede Muskelkraft. Das heißt, das Pferd kann sich ausruhen, ohne Muskulatur zu wenden. Das Schildern des Kniegelenks. Und dann gibt es noch einen zweiten Mechanismus, der auch für uns als Reiter sehr spannend ist. Das ist der Spannsägenmechanismus an der Hinterhand. Spannsäge, weiß ich nicht, ob das noch alle vor Augen haben, was das für ein Gerät ist. Das ist quasi ein Holz. Auf der einen Seite ist ein Sägeblatt eingespannt und auf der gegenüberliegenden Seite ist ein Draht, der das ganze Ding verspannt. Wenn wir jetzt die Hinterhand anschauen, dann haben wir hier den Unterschenkel. Und der Unterschenkelknochen, das wäre quasi das Holzstück. Und vorne an diesem Unterschenkel läuft vom Oberschenkel kommend bis hier unten zum Röhrbein ein Muskel, der sogenannte Musculus fibularis tertius. Und hinten von der Kniekehle über die Fersenkappe nach unten zieht die oberflächliche Beugesehne. Wenn jetzt der Musculus fibularis tertius hier sich verkürzt, was passiert dann? Es passiert, dass das Kniegelenk sich beugt. Also der kommt von hier, zieht nach da unten. Wenn er kürzer wird, dann beugt sich das Kniegelenk. Und weil er eben übers Sprunggelenk drüber geht, beugt sich auch das Fesselgelenk. Heißt für uns als Reiter Hankenbeugung. Was ist die Hankenbeugung? Die Hankenbeugung ist die Beugung der großen Gelenke der Hinterhand, also des Hüftgelenks, des Kniegelenks und des Sprunggelenks. Wenn das Pferd sich also schön in der Hanke beugt, im Kniegelenk, geht automatisch dieses Sprunggelenk mit. Und wenn Sie mal ein Pferd sehen, das sich irgendwie erstaunlich in der Hinterhand bewegt und Sie das Gefühl haben, irgendwie, das sieht komisch aus vom Knie und vom Sprunggelenk aus, dann muss man wirklich mal genau beobachten, ob sich das Kniegelenk und das Sprunggelenk wirklich immer gleichzeitig beugen bzw. strecken. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat irgendeine dieser drei Strukturen Schaden genommen. Also entweder die Muskulatur, die das macht, diese zwei Muskeln vorne und hinten, oder eben die Nerven, die diese beiden Muskeln versorgen. Da muss man dann einfach weitersuchen. Jetzt zeigt er uns gerade das Schildern, und zwar hat er jetzt auf der anderen Seite quasi, auf seiner anderen Seite die Kniescheibe nach oben gehakt, dass er hier ganz stabil und ohne Muskelkraft stehen kann, und dann kann er eben dieses Bein so locker hängen lassen. Das heißt, er kann jetzt hier so ganz entspannt stehen, ohne dass er irgendwelche Energie dabei verbraucht. Gollinato, genau.
Wenn wir jetzt im Gegensatz zu dieser Hinterhand uns die Vorhand anschauen, wir haben auch genauso von unten bis zum Ellenbogen in etwa quasi keine Muskulatur. Also da sind wieder nur die Sehnen und Bänder, die diese Gelenke alle stabil in ihrer Position halten. Aber wir haben zum Unterschied zu hinten eigentlich nur eine Winkelung hier im Schultergelenk und hier im Ellenbogengelenk. Nach unten geht es dann quasi senkrecht dem Lot nach. Sicher, dann unten das Fesselgelenk ist wieder gebaut wie hinten. Damit, und man muss noch dazu sagen, das Pferd hat kein Schlüsselbein. Das heißt, der Rumpf des Pferdes, das haben wir schon öfter erzählt, aber es ist auch wirklich wichtig, der Rumpf des Pferdes hängt zwischen diesen Vordergliedmaßen in einem Sprungtuch, das aus Muskulatur gebildet wird. Das sind die sogenannten Rumpfträger, diese Muskulatur. Das ist im Wesentlichen der Musculus serratus, die Brustportion, der gesägte Muskel und der Musculus pectoralis, das ist der da vorne, den man so ein bisschen als Busen sieht quasi. Die kommen beide vom und gehen Richtung Brustkorb. Die sind sehr kräftige Muskeln, die sehr viel Haltearbeit leisten müssen, denn die müssen ja den Rumpf des Pferdes tragen, beziehungsweise auch den Reiter obendrauf tragen. Und deswegen haben auch diese Muskeln sehr viel sehnige Anteile, wiederum um Energie zu sparen und um stabil zu sein. Trotzdem, wenn wir als Reiter drauf sitzen, müssen wir diese Muskeln ganz gut trainieren, dass das Pferd uns wirklich tragen kann und nicht irgendwann zwischen den Schulterblättern quasi so durchsackt, weil diese Muskulatur ermüdet. Weil nämlich wirklich diese Rumpfträger, die tragen uns als Reiter gemeinsam mit den Bauchmuskeln. Wir sitzen zwar auf dem langen Rückenmuskel drauf und auf dem Musculus spinalis hier oben drauf, aber tragen tun uns diese Rumpfträger und tun uns die Bauchmuskeln. Das darf man also nicht vergessen. Damit jetzt die beiden Gelenke an der Vordergliedmaße nicht unter diesem Gewicht einfach auch einklappen, haben wir auch Muskeln, die diese Gelenke quasi verspannen. Da kommt ein Muskel hier vorne am Schulterblatt runter und geht zum Oberarm. Und wir haben hier den Musculus biceps und irgendwelche Bremsen. Nicht bei mir kratzen. Die quasi dieses Schultergelenk fixiert halten, also Muskeln von hier runter übers Schultergelenk, Muskeln von oberhalb des Schultergelenks zum Unterarm und als Gegenspieler haben wir hier hinten den großen Musculus triceps, der den Ellenbogen stabil hält. Also diese Muskelgruppe aus Spieler und Gegenspieler müssen die Balance halten, dass das Pferd nicht vorne einknickt. Also das Pferd im Stand, was wirklich so gebaut ist, dass es möglichst energiearm stehen kann und dass es möglichst verletzungsarm stehen kann. Jetzt lassen wir hinten mal, andersrum müssen wir anfangen. Jetzt sehen wir in der Anatomie eigentlich immer die Tatsache, dass ein Organ oder ein Bewegungssystem so gebaut ist, wie es die Funktion verlangt. Wir haben also hinten eine kräftige Muskulatur, deswegen wird jedem klar sein, dass der Anschub und der Motor des Pferdes hinten sitzt. Das Pferd wird also mit seinen beugenden Muskeln, die im Wesentlichen vorne runtergehen, sein Bein beugen, nach vorne schwingen lassen und dann kommen die Muskeln hinten an der Gliedmaße. Wenn die sich anspannen, dann streckt sich das Bein und das Pferd kann seine Bewegung quasi nach vorne ausüben. Das heißt, es pusht dann quasi seinen ganzen Körper nach vorne. Gehen wir jetzt gerade mal zum Skelett. Ich habe gedacht, ich könnte den Inato davon überzeugen, dass er dieses Becken akzeptiert, aber das macht er leider nicht. Er möchte keine Knochen auf seinem Rücken sitzen haben, die nicht Eva heißen. Wir machen es jetzt einfach mit ein bisschen Abstand. Also dieses Becken wäre jetzt ungefähr so. Ja? Das sind die Hüfthöcker vom Inato, das sind die Sitzbeinhöcker vom Inato und das ist das Hüftgelenk. Es kommt also die Bewegung von hier, vom Oberschenkelknochen über das Hüftgelenk auf dieses knöcherne Becken.
Vielleicht akzeptiert das doch. Ja, in etwa so. Ja. Das wird sogar von der Größe her passen. Und von diesem knöchernen Becken muss dann die Bewegung auf die Wirbelsäule übertragen werden. Das genau passiert in diesem sogenannten Iliosakralgelenk. Und zwar, man sieht hier die Gelenkflächen. Das ist die Kontaktfläche zwischen dem knöchernen Becken und dem Kreuzbein, was wir hier als Ende der Wirbelsäule haben. Vielleicht kann man das mit der Kamera ein bisschen genauer zeigen, ich weiß es nicht. Also im Pferd sieht es dann so aus. Und dieses Kreuzbein, was so ein bisschen wie so ein Dreieck aussieht, nimmt hier Kontakt auf. Hier in diesen kleinen Flächen. Dieses Iliosakralgelenk kennen sicher sehr viele von Ihnen, weil sehr viele Osteopathen, Physiotherapeuten dort oft irgendwelche Blockierungen diagnostizieren. Und es ist natürlich auch ein Gelenk, was sehr viel, sagen wir mal, Stress ausgesetzt ist, denn wir stellen uns vor, der Innator mit seiner kräftigen Hinterhand entwickelt hier seinen Vorwärtsschub und dieser ganze Vorwärtsschub von diesem ganzen Pferd muss über eine so kleine Gelenkfläche übertragen werden auf die Wirbelsäule, da kommt natürlich schon gewisse Druckkraft auf. Dieses Iliosakralgelenk hat ganz straffe Bänder, das heißt, da ist eigentlich quasi keine Bewegung drin möglich. Wäre ja auch schlecht, weil wenn da Bewegung drin wäre, dann würde ja quasi wieder Bewegungsenergie irgendwie zur Seite wegschiften, wenn sich hier irgendeine Bewegung auftut. Also haben wir jetzt unsere Bewegung, die kommt von der Hintergliedmaße, geht über dieses Iliosakralgelenk zum Kreuzbein und dann entlang der Wirbelsäule nach vorne. Und vorne wird dann der Rumpf des Pferdes gestützt durch diese Vordergliedmaße. Das heißt, die Vordergliedmaße muss all den Schwung, der von hinten kommt, auffangen. Und um den aufzufangen, braucht sie eben diese kräftige, rumpftragende Muskulatur, weil sie sonst nicht sehr viel Dämpfungsmechanismus hat als unten das Fesselgelenk. Also wir stellen uns wirklich vor, es kommt der Schub von hinten und der muss komplett vorne aufgefangen werden. Und wie bewegt sich jetzt diese Vordergliedmaße? Die Vordergliedmaße, die könnte man sich auch vorstellen wie so ein Pendel. Ein Pendel ausgehend von dem Schulterblatt, was sich nach hinten bewegt. Wenn der Innator jetzt anginge, dann würde diese stehende Gliedmaße erstmal sich so ein bisschen nach hinten bewegen. Es würde die Muskulatur da vorne sich etwas dehnen, dann würde er mit den Muskeln und Sehnen hier hinten sein Bein beugen und dann schwingt dieses Bein quasi katapultartig nach vorne. Das ist also wie ein Pendel, was immer so von vorne nach hinten schwingt, von vorne nach hinten schwingt, in jeder Bewegung. Und das wiederum erklärt uns jetzt auch, warum es so günstig ist, dass da unten wenig Muskulatur ist, weil dann ist diese Gliedmaße nämlich leicht. Das heißt, das Pferd, das kann ganz easy vorne sein Bein nach vorne schwingen und braucht wiederum für die reine, ruhige, fließende Grundgangart nicht viel Energie aufzubringen. Und jetzt setzen wir oben einen Reiter drauf. Wir haben also ein Pferd, was sich mit einer ruhigen, fließenden Bewegung nach vorne bewegt. Und da muss ich jetzt die Danielle Oswald zitieren. Wir haben uns auch mal unterhalten über so Bewegung vom Pferd und sie hat gesagt, sie stellt sich das immer so vor, als wäre die Hinterhand ein Wasserhahn, an dem ein Schlauch dran ist und wir drehen hinten den Wasserhahn auf, also kreieren hinten die Energie und dann fließt das Wasser durch diesen Schlauch durch, also durch diesen Pferdekörper durch. Und dann hat der Schlauch vorne einen Knick. Also der Reiter sitzt drauf und blockiert irgendwie. Was macht der Schlauch? Entweder er löst sich hinten vom Wasserhahn, sprich das Pferd bockt hinten hoch, oder er fängt vorne zu schlängeln an, also das Pferd versucht irgendwie auszuweichen über die Schulter, weil eben diese Energie nicht durchfließen kann. Womit blockieren wir als Reiter das Pferd am allermeisten? Ganz ehrlich gesagt mit unserer Hand. Wir mit unserer Hand und die mit Hilfszügeln reiten oder ausbilden, noch viel schlimmer mit irgendwelchen Verschnürungen.
Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was wir da alles blockieren mit dieser Hand, die vielleicht nicht im richtigen Moment nachgibt, oder auch mit diesen Hilfszügeln und diesen ganzen modernen Verschnürungen, die wir alle so kennen. Da fangen wir einfach mal an zu gucken, wo liegt das Gebiss und auf was wirkt es ein. Das Gebiss liegt hier in der Maulspalte, es liegt im besten Fall auf der Zunge drauf. Die Zunge ist ein sehr kräftiger und sehr beweglicher Muskel. Die Zunge ist eigentlich dazu da, das Futter nach hinten zu bewegen. Sie ist dazu da, zu schmecken, ob das Futter geeignet ist zum Fressen. Sie ist dazu da, zu tasten, ob das Futter geeignet ist zu schmecken. Und sie ist auch dazu da, das Futter eventuell wieder rauszutransportieren. Das heißt, diese Zunge hat ganz, ganz, ganz viele Nervenendigungen in ihrer Muskulatur, um all diese Aufgaben zu erledigen. Und wo Nervenendigungen sind, da ist auch der Weg zum Schmerz nicht weit. Also, eine Hand, die auf eine Zunge zu hart einwirkt, die tut dem Pferd massiv weh, und zwar richtig weh. Es kommt dann noch dazu, wenn wir einen Dauerzug auf dem Zügel haben und damit einen Dauerdruck auf der Zunge, dann wird die Durchblutung der Zunge unterbrochen, und es geht so weit, dass wenn das länger andauert, also über mehrere Jahre eines Reitpferdelebens, dass diese Zunge dort vernarbt, dass sich also quasi Muskulatur umbaut in Bindegewebe. Und das sind dann Pferde, die wirklich ihre Zunge nicht mehr richtig benutzen können, die sie dann zum Teil auch zur Seite raushängen, die Zungenfehler zeigen. Und das kommt leider gar nicht so selten vor, muss ich sagen. Also wenn man Pferdezähne raspelt, dann sieht man leider sehr, sehr häufig malträtierte Zungen, und das ist wirklich gruselig. Wenn einem der Reiter dann noch gleichzeitig erzählt, dass das Pferd ja ach so weich in der Hand ist, dann denke ich mir manchmal, lüg mich nicht gerade raus an. Brauche ich für gar nichts. So, diese Zunge ist aufgehängt an einem Zungenbein. Das Zungenbein ist eine ganz filigrane Knochenstruktur. Die sieht ein bisschen aus wie so eine Kinderschaukel. Also hier haben wir so die zwei... Na, wie sagt man denn, die Seile, die nach unten gehen, die kommen also hier vom Kiefergelenk nach unten, und hier so quer rüber wäre quasi an diesem Sitz dieser Schaukel ist die Zunge befestigt. Jetzt hat man im Rahmen einer Untersuchung Röntgenbilder von Pferdeköpfen gemacht und hat dabei per Zufall festgestellt, dass ganz häufig dieser Knochen, der von oben vom Kiefergelenk nach unten führt, also diese Seile der Schaukel, dass der ganz oft gebrochen ist. Das war ein Zufallsbefund, man hat es einfach mal so wahrgenommen. Erklärung dazu, also wissenschaftlich, statistisch untermauerte Erklärung dazu gibt es nicht, aber ich denke, man kann sich das ganz leicht erklären. Wie gesagt, das ist jetzt meine Interpretation, wenn das Pferd Druck auf die Zunge kriegt und versucht, mit diesem kräftigen Muskel diesem Druck irgendwie zu entgehen, das heißt, die Zunge einfach wegdreht, zur Seite nimmt oder wie auch immer, dann ist so eine Zunge durchaus in der Lage, auch so einen dünnen Knochen durchzubrechen. Aber dann kann man sich mal vorstellen, was da zum Teil zu einem Pferdemaul wirken. Dann liegt das Gebiss ja nicht nur auf der Zunge auf, sondern es liegt auch auf den Unterkieferästen auf. Jetzt bemühen wir wieder den Kandidaten hier. Bauen wir den mal auseinander. Also wir haben hier den Unterkiefer. Hier würde die Zunge drin liegen und das Gebiss liegt hier drauf. Und da haben wir jetzt gerade auch noch einen Kandidaten erwischt, der hier einen richtig spitzen Knochengrat hat, auf dem das Gebiss aufliegt. Und dieser Knochen ist im Prinzip ja bloß nur mit Knochenhaut, die wiederum sehr viel Nerven hat, und mit der Mundschleimhaut überzogen. Und wenn wir uns da das Gebiss als Stück Metall vorstellen, dann können wir uns vorstellen, dass das sehr leicht wehtut. Verglichen beim Menschen wäre es vielleicht das Schienbein, da ist eigentlich auch bloß Haut und Knochenhaut drauf. Und wenn uns da jemand mit dem Gebiss Druck ausübt, dann findet man das wahrscheinlich auch nicht lustig. Bei vielen Pferden sieht man dann im Folge der Jahre leider sogar, dass es hier knöcherne Zubildungen gibt. Das heißt, dass der Körper mit einer Entzündung reagiert hat und dann in der Folge hier sogar noch Knochenauflagerungen bildet, um sich vor diesem Gebiss zu schützen. Also wiederum, man mag sich gar nicht vorstellen, was das Pferd da für Schmerzen erleidet, bis es so weit ist, dass es hier sogar Knochenmaterial nochmal zubildet.
Nein, wir machen es so. Renato, darf ich dir das auch so hinhalten? Ja, darf ich, ja. Okay. Er findet es ein bisschen komisch, aber es geht. Okay, jetzt haben wir also hier ein Gebiss mit einem Zügel, der Zug nach hinten ausübt. Und wir sehen, dieser Unterkiefer, der ist sehr, sehr lange. Das heißt, wir hier haben hier einen sehr großen Hebel, der dann einwirkt auf ein recht kleines Kiefergelenk. Ja, das Kiefergelenk ist nicht sehr groß. Und wenn wir da auch nur wenig Druck da vorne ausüben, dann wird es da oben schon ein um vielfach größerer Druck sein. Am lebendigen Pferd ohne den Knochen in der Hand, das Kiefergelenk liegt auf der Höhe. Ja? Und das Kiefergelenk stellt den Kontakt zum Schädel her und den Kontakt damit zum Oberkiefer. Also wir haben hier diesen langen Hebel, der dann Druck ausübt auf dieses relativ kleine Gelenk. Und da können wir uns dann auch vorstellen, dass wenn da über Jahre das Pferd quasi gegenarbeiten muss, gegen diesen Druck, indem dass es zum Beispiel den Kiefer immer schließt oder indem dass es ständig den Kiefer weit öffnet, um irgendwie diesen Zug des Zügels zu entgehen, dann kommt es auch zu Entzündungen in diesem Kiefergelenk, die hochschmerzhaft sind und die auch mit Sicherheit sowas wie Kopfweh zur Folge haben. Und wie eben gerade schon gesagt, das Pferd kann sich wehren, indem dass es das Maul aufsperrt, so der Nasenriemen es zulässt. Und wenn der Nasenriemen es nicht zulässt, dann wird das Pferd versuchen, diesem Zug zu entgehen, indem dass es den Kiefer ganz feste schließt, also einfach die Zähne zusammenbeißt. Wir haben hier den großen Musculus masseter, und das ist der kräftigste Muskel im Körper. Der geht hier von der Gesichtsleiste zum Unterkiefer und der ist dafür zuständig, dass die Kiefer sich schließen. Und der ist dann auch dafür zuständig, dieses Zusammenbeißen der Zähne. Und der verkrampft dann derartig, dass man gerade zum Beispiel bei der Zahnpflege oft das Problem hat, man bringt das Maulgatter ein ins Maul, um das Maul zu öffnen, und man kriegt dieses Maulgatter nicht auf, weil dieser Muskel dann mittlerweile schon so verkürzt ist und so verkrampft ist, dass das Pferd selbst in der Sedation es nicht mehr schafft, sich das Maul öffnen zu lassen. Führt dann immer zu der neckischen Situation, dass irgendein Mann aus dem Reitstall dann vorbeikommt und sagt, lass mich mal machen, Mädel, so ungefähr, weil schwach Mädel bringt es ja vielleicht nicht auf, aber die Männer versagen auch kläglich, kann ich sagen. So, und so ein verkrampfter Muskel, der tut genauso weh. Wir müssen uns das immer klar machen. Das sind jetzt nur die Einwirkungen des Zügels auf den Kopf. Jetzt gehen wir weiter. Das Pferd wird durch diesen Zügelzug, sei es jetzt von der Reiterhand oder sei es durch einen Hilfszügel, in eine gewisse Position gezwungen. Und damit wird auch die Muskulatur des Halses mit einbezogen. Wir haben zunächst mal hier oben die kurzen Nackenmuskeln. Das sind also die Muskeln, die quasi hier am Hinterhauptbein ansetzen und seitlichen Knochen fortsetzen und die dann, müssen wir den wieder zusammenbauen, den Kandidaten, die dann hier zum ersten und zum zweiten Halswirbel führen. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder das Pferd versucht sich ständig zu wehren, indem dass es sich hier so nach oben raushebt. Das wird es machen mit diesen kurzen Nackenmuskeln. Das heißt, es wird diese kurzen Nackenmuskeln ständig anspannen, um den Kopf quasi so nach oben rauszuheben. Und dann haben wir wieder den Effekt, dass wir hier oben massiv verkürzte und verkrampfte Muskeln produzieren. Und das kann jeder nachvollziehen, der schon mal Nackenschmerzen hatte. Wenn diese Muskeln sich da oben verkrampfen, dann kann man Höllen durchschreiten vor Schmerzen. Die andere Variante ist, das Pferd versucht, hinter den Zügel zu gehen, also quasi hinter die Senkrechte, um irgendwie dem Zügelzug zu entgehen. Und dann müssen sich diese Nackenmuskeln und sie laufen dann über diese zwei Knochen drüber, und man sieht schon, die sind nicht unbedingt glatt.
Diese zwei Knochen, der erste und der zweite Halswirbel, das Nackenband läuft auch hier drüber, und wenn das Pferd hinter die Senkrechte geht, sei es durch Zügelzug, weil es einfach dem ausweichen will, sei es durch Schlaufzügel, Ausbinder oder sei es gewollt durch Rollkur, dann werden wir hier eine überdehnte Muskulatur haben, die über diese Knochen drüber laufen müssen. Genauso ein überdehntes Nackenband, was über diese Knochen drüber laufen muss. Und der Körper hat dafür, damit diese Muskeln hier glatt drüber laufen können, hat er auf der Höhe des ersten Halswirbels und des zweiten Halswirbels Schleimbeutel gebildet. Die sind ganz natürlicherweise bei jedem Pferd vorhanden, also auf der Höhe und auf der Höhe. Und wenn der Körper bemerkt, dass ständig Druck ausgeübt wird von der Muskulatur gegen die Knochen, dann werden diese Schleimbeutel vergrößert. Und das sind dann Dinger, die sind mindestens Männerfaust groß zum Teil und resultieren aus einer Entzündung, also aus einem schmerzhaften Zustand, und sollen im Prinzip das Nackenband und die Muskulatur schützen, dass die gut über diese Knochen drüber laufen können. Wenn die dann aber so vergrößert sind, klar, stören die auch mechanisch das Pferd. Machen kann man da gar nicht viel. Man kann sie rausoperieren, ist eine relativ unübersichtliche, blöde Operation, muss man sagen. Oder man muss dann in der Folge streng darauf achten, dass dieses Pferd nie wieder Zug im Nacken hat. Das heißt, dass es wirklich immer mit offener Ganasche und groß und hoher Kopf-Hals-Position gehen darf, damit die sich eventuell wieder etwas zurückbilden. Hätten wir den Dancer hier, dann könnten wir es noch zeigen. Der hat noch Reste von so einem Schleimbeutel, von so einem zweiten Schleim, dem Schleimbeutel über dem zweiten Halswirbel. Den sieht man noch ein klein wenig. Der hat es aus seiner früheren Rollkurreiterei, und es behindert ihn wirklich, wirklich mechanisch. Wenn man ihn stellen will, dann merkt man, dass dieser Schleimbeutel da irgendwie stört. Des Weiteren kommen hier Muskeln aus der Nackenregion, aus der Kieferregion, und die führen zum Oberarm, unsere vielbeschworenen Unterhaltsmuskeln. Diese Unterhaltsmuskeln haben eigentlich den Sinn, dass wenn der Innator jetzt den Kopf nach links nehmen soll, dann muss er die hier anspannen, die auf der anderen Seite dehnen, damit er den Kopf so rumnehmen kann. Das ist die Funktion des Unterhaltsmuskels. Und dann hat dieser Muskel oder diese Muskeln, das ist eine ganze Gruppe von drei Muskeln, noch die Funktion, aber nur die Hilfsfunktion, die Vorderbeine nach vorne zu nehmen. Jetzt stellen wir uns vor, das Pferd wird durch den Zügelzug in einer vorwärts-abwärts-Position fixiert, durch den Zügelzug, durch einen Ausbinder, durch einen Schlaufzügel, egal was. Das heißt, das Pferd läuft so, in der Rollkur sogar so, und soll dann den Vorderarm, hätte ich beinahe gesagt, die Vordergliedmaße nach vorne bewegen. Das kann jeder mal für sich selber probieren. Wenn wir so machen und wir müssen den Arm heben, dann ist es erstens mit Kraftaufwand verbunden und geht auch gar nicht so leicht. Wenn wir den Kopf in der normalen Position haben, respektive das Pferd in seiner natürlichen, individuellen Kopf-Hals-Position ist, dann kann es vollkommen leicht, eben wie das vorher besprochene Pendel, sein Vorderbein nach vorne führen. Das heißt also, dass die Vorwärts-Abwärts-Reiterei und die Rollkur-Reiterei, was einfach ein Extrem von der Vorwärts-Abwärts-Reiterei ist, den Unterhals im Prinzip trainiert. Also gar nicht das, was immer auf Facebook behauptet wird, dass wir den Unterhals trainieren mit unserer hohen Kopf-Hals-Position, sondern eigentlich, wenn das Pferd den Kopf tief hat. Weil wenn das Pferd den Kopf tief hat, geht es dem Pferd wie uns. Es hat ein bisschen Mühe, diese Vordergliedmaße nach vorne zu führen und braucht dann ganz dringend diesen Unterhaltsmuskel, der hilft, die Vordergliedmaße nach vorne zu führen. Die trainieren also diesen Unterhals mit ihrer Dehnungshaltung. Und das sehen wir dann auch daran, dass das eigentlich nicht die Hauptfunktion dieses Muskels ist, dass diese Pferde alle, wirklich alle durchgängig, die hier vorgestellt werden und die aus der Vorwärts-Abwärts-Reiterei kommen, die haben hier massive Verkürzungen dieser Muskulatur und haben hier einen Schmerzpunkt. Beim Innator kann ich da hinlangen und der schläft weiter. Bei einem Vorwärts-Abwärts-Pferd, ich schwöre es Ihnen, ginge das nicht. Und da muss man nicht fest zukneifen.
Die schmeißen den Kopf hoch, die kommen mit den Vorderfüßen, die wehren sich, die sagen, es tut mir weh, lass das. Und es kommt einzig und allein daher, dass eigentlich dieser Unterhals nur dafür gemacht ist, mitzuhelfen, die Vorhand nach vorne zu führen, weil eigentlich geht die relativ automatisch, pendelt die nach vorne im Bewegungsablauf, aber wenn das, dieses Pendel nicht funktioniert, weil es durch die Kopfposition eingeschränkt ist, dann muss die Unterhalsmuskulatur mithelfen und die wird dann damit überlastet. Und damit kommen wir zu diesem Schmerzpunkt hier unten. Das sind also jetzt einfach mal, und da muss man nicht großer Wissenschaftler und nicht großer Anatom und man muss auch nicht Tierarzt sein, man muss einfach bloß mal sich stumpf überlegen, ich habe ein Gebiss und wo wirke ich überall auf dieses Pferd ein, nur mit meinem Gebiss. Wir sind jetzt noch nicht bei einem Reiter, der schief sitzt, bei einem Reiter, der steif sitzt oder irgendwas, wir sind nur bei der Einwirkung des Gebisses aufs Pferd und was da sich alles im Pferdekörper tut und was alles Schmerzen bereitet dann. Das muss man sich wirklich mal überlegen. Und dann versteht man auch, warum Manuel eigentlich mal 95% der Reitstunden immer sagt, give reins, give reins, give reins, weil wir nämlich alle dazu neigen, als Menschen, die einfach handbetont sind, da vorne so ein bisschen festzuhalten. So, das Pferd wird jetzt einfach diesen Schmerzen ausweichen wollen. Jedes Pferd so ein bisschen auf seine eigene Art und Weise. Der eine schüttelt Kopf, der andere geht hinter die Senkrechte und der dritte bewegt einfach sich gar nicht mehr frei nach vorne. Es waren also einfach Schonhaltungen eingenommen, einfach um diesen ganzen Schmerzen zu entgehen. Und was wir da wirklich immer wieder feststellen, ist, dass diese Pferde sich dann zwar hinten gut Energie entwickeln, sich frei bewegen wollen, aber vorne haben sie dann Angst vor diesem Gebiss, vor diesem Schmerz, was da, der dann von irgendwoher kommt und die brechen quasi ihre Bewegung ab. Das heißt, die führen zwar vielleicht ihre Gliedmaße nach vorne, aber setzen sie dann einfach relativ stumpf auf. Das ist dann der Mangel an Schulterfreiheit, wie man es in der Reiterei sagt. Das heißt, diese Bewegung wird nicht einmal komplett durchgeführt, sondern sie bricht quasi so in der Mitte der Bewegung ab und das Pferd setzt dann relativ stumpf seine Vordergliedmaße einfach auf den Boden auf. So, und wenn man das über Jahre so sieht oder so macht als Pferd, dann nehmen natürlich diese ganzen Strukturen Schaden. Das heißt, man kann sich durchaus vorstellen, dass diese ganzen Arthrosen in den Zehen, Endgelenken, diese ganzen Hufrollenentzündungen, diese ganzen Sehnenentzündungen, diese ganzen Sehnenrisse, diese ganzen Faserrisse, dass die durchaus auch daher kommen können, dass das Pferd eben sich nicht mehr frei nach vorne bewegt, sondern dass es immer so ein bisschen verhalten und im letzten Moment seiner Bewegung die Bewegung unterbricht und damit einfach diesen ganzen Bewegungsablauf stumpf abbricht. Und dafür ist es nicht gemacht. Und drum, was müssen wir tun? Wir müssen reiten lernen. Es nützt alles nichts. Und wir müssen nicht zu Hause am Computer sitzen und uns Bilder anschauen und dann aus irgendwelchen Videos rausinterpretieren, ob der Wirbel XY an der Stelle XY nach rechts oder links rotiert oder ob in der Passage der Risky Business seine Halswirbelsäule in die falsche Richtung konkav oder konvex hält. Das hilft diesen Pferden nicht. Das ist schön, wenn eine Christina das vielleicht in dem Moment spürt und sie wird sicher danach trachten, das dann auch zu ändern oder auch ein Manuel oder auch jeder von uns, der sich bemüht, ob der Bewegungsablauf jetzt richtig ist, aber es nützt uns nichts, uns da auf diese einzelnen Strukturen festzufressen. Wir müssen immer das Gesamtbild Pferd sehen und wir müssen immer das individuelle Pferd sehen. Und es wird immer alles bei jedem Pferd ein bisschen anders aussehen. Aber wir müssen immer zusehen, dass das Pferd seine freien Grundgangarten erhalten kann und dass wir nicht mit unserer Reiterei diese freien Grundgangarten in irgendeiner Weise einschränken. Das wäre mir ganz wichtig zu betonen, dass wir wirklich immer das Gesamtpferd sehen müssen und uns nicht auf eine einzelne Struktur fixieren, die dann angeblich sich schwingen muss oder der Rücken nach oben muss oder das Kniegelenk sich hier und dahin beugen muss. Nein, wir müssen sehen, dass dieses Pferd sich seiner Anatomie entsprechend frei nach vorne bewegen kann und dann bleibt es gesund. Ja. Stören, wenn ich da eine kurze Frage in den Livestream stelle? Nein. Also
Ich könnte mir vorstellen, dass Sie das jetzt alle begriffen haben, weil eigentlich ist es ja ganz easy zu begreifen. Deswegen kämpfen wir ja so gegen diese falsch verstandene Biomechanik, gegen dieses ewige nach vorwärts, abwärts, unten dehnen und so weiter. Bitte, ich wünsche mir, dass es Tierärzte und Physiotherapeuten und Osteopathen und wie auch immer Fachleute gibt, die sich bei uns melden und mit uns in Dialog gehen und uns erklären, warum das, was Frau Dr. Birgit Schock hier ausführt, falsch ist. Können wir uns mal auf einen Dialog einigen, anstatt immer wild in der Gegend rum zu kommentieren, aber auch nichts vorweisen zu können? Das heißt, wenn es uns allen um das Wohl des Tieres geht und wenn Sie ganz sicher Argumente haben, dass das, was Birgit hier ausführt, falsch ist, dann freue ich mich, weil dann lernen wir wieder dazu. Und dann wird die Birgit wahrscheinlich sagen, wenn diese Argumente stimmen, wow, das habe ich überhaupt noch nicht bedacht, weil das wäre nämlich tatsächlich am Wohl des Pferdes interessiert sein. Deshalb, ich weiß, dass dieser Livestream von unendlich vielen Leuten betrachtet wird. Und ich weiß, dass da auch sehr viele Kritiker dahinter sitzen. Und es ist auch gut so. Und ich freue mich. Aber treten Sie bitte in einen sinnreichen Dialog mit uns, damit wir gemeinsam zum Wohl der Pferde etwas bewegen und uns nicht gegenseitig bekämpfen. Denn das ist unser Ziel überhaupt nicht. Unser Ziel ist, Wissen in die Welt zu bringen. Und bisher ist dieses Wissen, das Birgit hier aus ihrer wissenschaftlichen Sicht verbreitet, total kongruent mit dem, was Manuel Jorge de Oliveira aus seiner Erfahrung uns lehrt. Und deshalb tun wir das, aus keinem anderen Grund, weil es dem Pferd hilft. Also, wenn Sie an dem Wohl des Pferdes interessiert sind und wir hier einen Fehler machen, dann bitte ich Sie, alle kennen meine E-Mail, alle kennen meine Kontakte, treten Sie in einen sinnreichen Dialog mit uns. Dankeschön. Ja, danke Isabella. Ich würde mich wirklich sehr gern über eine tiefergreifende fachliche Unterhaltung freuen, weil natürlich sieht jeder es etwas unter seinen Gesichtspunkten. Wir können uns im Prinzip beim Pferd immer nur darauf beschränken zu sehen, okay, die und die Bewegung ist möglich, wie kann die und die Bewegung wohl sinnvoll fürs Pferd eingesetzt werden, und jeder betrachtet es anders. Bestimmt kämen wir auf ganz gute Erfolge. Insgesamt würde ich mir wünschen, dass die Wissenschaft, die Tiermedizin, sich nicht immer nur darauf beschränkt, zu reparieren, was kaputt geht am Reitpferd, sondern dass man wirklich mal untersuchen müsste, wie wirkt der Reiter ein und was bewirkt das alles im Pferd, auch wenn das wahrscheinlich ein hehres Ziel ist, weil es einfach schwierig ist, da wirklich Statistiken aufzustellen mit Pferden, die alle ungefähr gleich gebaut sind und dann gleich geritten sind, was man ja bräuchte für eine ordentliche wissenschaftliche Untersuchung. Das heißt, wir werden uns noch ganz lang einfach mit dem gesunden Menschenverstand darüber unterhalten müssen, wie sich ein Pferd bewegt, wie die Knochen gegeneinander laufen, wie die Faszien, wie die Muskeln wirken. Und dann einfach die Pferde beobachten und beim Reiten hinspüren. Es nützt nichts, wenn ich da oben drauf sitze und mir überlege, ob das jetzt wohl alles anatomisch, biomechanisch richtig läuft, sondern ich muss hinspüren, ob sich das gut anfühlt, und muss mit ganz viel Erfahrung und mit ganz viel Probieren und ganz viel Lernen einfach es reiten lernen. Es nützt nichts anderes, um unsere Pferde gesund zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nach der Mittagspause, vielleicht gar nicht so einfach, wenn jeder mit Verdauung beschäftigt ist, aber ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen spannend und so, dass man wach bleiben konnte. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Wir machen das jetzt so, Birgit, weil wir nutzen jetzt die Zeit, uns noch über Ramené, Outré und Rollkur zu unterhalten. Ja. Dafür gehen wir aber hierher, dann kann parallel dazu bitte die Bank abgebaut werden und wir können dann nahtlos, bitte abbauen, nahtlos bereits dann in den nächsten wilden Programmpunkt eintauchen. Wir brauchen jetzt natürlich Menschen, die da mithelfen, das wird
geschehen. Manuel, now we need you, please.